Leute, wir befinden uns auf der Flucht und wir haben alle unsere Freude wieder und wir können uns in die Kämpfe stürzen. Und Nick Nicholas ist auch wieder da und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum neuen Part von Child of Light. Ach, es ist so toll, mit alle, dass alle wieder da sind. Ich freue mich so. Und wir machen gleich mal den Hieb auf alle. Ausgewichen. Ach komm. Ist das, ja, das ist der. Ach, es ist so schön. Und ja, wir haben zwar jemanden verloren. Was ist das denn? Unsere Schwester in Anführungszeichen, ne? Aber. Nein, der ist ja trotzdem noch schneller. Ah ja, gut, okay. Wenn das so ist. Das gefällt mir. Ja, was ich sagen wollte, wir haben ja unsere Schwester verloren. Boah, der macht übelst Schaden. Sieht aus, als ob das gut wäre. Voll eklig. Oh, 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 wir sterben. Also wir sterben. Ja, doch ein bisschen. Tada! Ach so. Kacke. Naja, egal. Der hat ja so viel Leben. Was verlangsamt. Ach komm schon. Pum pum. Ey. Ah! Ah ja, gut. So, jetzt nur noch du. Du Viech, du. Lichtstrahl. Flieg und zieg. Macht nämlich ordentlich Schaden. Muss ich schon zugeben. Das ist schon cool. Der macht aber auch ordentlich Schaden. Das sieht auch so ekelhaft aus. Gefällt mir gar nicht. Donnerschlag. Sehr lang. Macht nicht mal viel Schaden. Ach, wir lassen es einfach mal dabei. So. Also, nein, 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 nein. Na, och, kacke, das ist so schnell. Zum Glück ist es nicht mondlich, ne? Was würde ich sagen? Macht des Mondes! Verwandle ihn zurück! Ah, jetzt hat es ja auch wieder voll geheilt. Das ist klasse. Kritischer Treffer, 16%, auch nicht schlecht. Cool. Ach, Leute, das Spiel ist einfach toll. Was treibt ein Populi-Händler hier? Nicht Streit auf den Märkten will ich entfachen. Die Liebe einer bezaubernden Bohlenmus suche ich. Sie will ich freien und zu meinem Weibe machen. Weib, dieses Wort. Am Horizont ist die Tragödie bereits in Sicht. Und du denkst an Liebe? Ein Gedicht. Wir sind in Untergang geweiht, weißt du das etwa nicht? Ach komm schon, Trisse, sei nicht so schwarzmalerisch. Das gefällt mir nicht. Man muss immer das Gute glauben. Crepusculum hält den Mond nahe der Brücke im Bann. Was, der Mond? Hä? Schließt du dich etwa uns nicht an? Prinzessin, ich bin Oengus. Die Kategida? Wie spricht man das aus? Mein Clan. Soldaten sind wir, und zwar die Besten. Jupiters Blitz schleuden wir auf jeden, der unser Können will testen. Als die Dunkelheit hereinbrach, erhoben wir Schwert und Schild. Nichts kam uns in ihrem Wagen. Was? Nachts? Ach so, nachts kamen sie in ihrem Wagen. Lodende Schlangen am Kragen. Bei Erin. Sie schleuderte Zauber, wir kämpften wie wild. Mein Clan den Gipfel des Turms erklomm. Hoch oben wollten wir sie erwarten. Metall glänzte schwach im Zwielicht. Sie würde uns alle abschlachten. Die Nacht stürmte den Turm. Verloren waren wir, unser Urteil gefällt, bis ich mein Schwert senkte und mich unterwarf. Ja gut. Die Kategida schickte sie in ein Verlies fern der Welt. Prinzessin, ich muss sie befreien, wie ein Held. Er will also ein Held sein.
Wer will das nicht? Was? Nein! Oh, ich fand den so cool. Kommt mit mir ins Gefängnis. Das ist eure Entscheidung. Jo. Ihr befreit die Kadegida, das schwöre ich. Euer Majestät. Die anderen Wachen sind böse. Ihr, höre ich. Ja gut. Wenn er sich nicht entscheiden kann, ob er den Witz will und so, nö. Wo geht's denn da lang? Ach so. Kann man einfach durchgehen. Okay. Hey, wie tief geht's denn da runter? Erhebt euch, meine Krieger! Wo könnten sie sein? Nein, alle gefangen in Eirins Labyrinth. Schande, die tapferen Kadegida. Ich sag denen jetzt einfach Kadegida. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Unterjocht durch den Zauber der Nacht, mein Kind. Wir müssen sie befreien. In der Mitte des Lagers, dieser Tor steht. Das Labyrinth ist magisch. Seid vorsichtig, wenn hindurch ihr geht. Oh, guck mal. Ein Totem. Also, ich denke mal, dass es ein Totem ist. Guckt euch das an. Müssen wir jetzt da rein? Oh, diese Gespräche! Das Gefängnis erscheint alt. Wer schuf es? Es heißt Eirin, der Entdecker. Von fernen Küsten landete er hier. Lemuria gründete die Vier. Oh Mann, ihr Knickel ist einfach zu süß, ne? Boah. Was? Welche Tür? Ich fürchte um unser Leben. Die Statue, Eirin, sie wird uns Hinweise geben. Welche Statue? Was? Ja gut, da sind zwei Türen. Ich gehe jetzt immer da rein, ne? Wenn ich den treffen würde. Aber das ist immer so eine Sache mit dem Treffen. Hey, ich verstehe, das ist wirklich ein Labyrinth. Was? Ich gehe jetzt einfach mal ganz nach links. Es kommt sicher wieder. Was? Hä, zurück im Eingang? Ich werde wild. Der Hinweis befindet sich vorne an ihrem Schild. Was, wo ihren Schild? Was? Hä? Gut. Hier war nix, oder? Nee, hier ist nur die Tür. Das ist doch echt befeuert. Was, Ehrenschildmond? Was denn jetzt? Da! Ich verstehe das echt gerade nicht. Okay, gut. Ach so, Mond. Ach so. Wir müssen durch die Türen, wo ein Mond drauf ist. Alles klar. Okay, ja, gut. Da ist nix. Das. Ach so. Ah, da ist jetzt ein Stern drauf. Das heißt, wir müssen jetzt da, wo der Stern ist. Also, hä, sogar die Lichter zeigen hier hin. Das ist doch oberbillig. Und was sind wir jetzt? Verstanden habe ich das Labyrinth-Gesetz. Okay. Das ist eine Kiste. Da ist ein Schild. Hallöchen. Erstmal ein kleiner Kampf. Ich muss erholen von dem ganzen Labyrinth, ey. Das ist furchtbar. Alle! Ui, nein! Ach, Kacke. Der ist ja einfach zu schnell da. Der Doofjan. Hä? Warum schützt der ihn? Wie kommt er? Blödes Teil. Kontert uns einfach. Das finde ich nicht cool. Und die sind schon wieder so langsam. Alle! Attacke! Macht ja kaum Schaden. 22. Also los, noch langsamer können wir ja nicht sein. Mann, ey. Lichtstrahl.
Mach ihn kaputt! ausgelöscht! Papam! Tristes Stufenaufstieg, Robin auch. Und Dorina. Okay. Ist das nicht toll, Tristes? Wir zwei in derselben Truppe. Die Schlacht bringt unserem Auftritt sicher noch viel Gutes. Ha, du bringst mich immer zum Lachen. Mein einziger Fan. Dank dir bin ich noch frohen Mutes. Oh. Ja, Geschwister müssen doch zusammenhalten. Ah, da sind wir sogar schon. Was ist hier unten? Ist da noch was? Ein kleines Kämpfchen, das machen wir jetzt nicht. Aber das ist echt ziemlich billig, ne? Dass man eigentlich wirklich nur den Lichtern folgen muss. Das ist, finde ich, ein bisschen schade. Hä, waren wir nicht eben schon? Ach so, Mond jetzt. Da ist Mond. Ja, Kampf ist gut. Was, so viele? Geht's noch? Machen wir da nochmal Hieb. Alle! Wer ist hier so schnell hier? Du darfst dich um den kümmern. Ach, sehr schön. Gut. Kritischer Treffer. Nice. Irgendwie habe ich gar nicht so... Was war das denn? Ich habe irgendwie gar nicht so große Lust. Ach ja, soll. Ja, das dachte ich mir schon. Ich habe irgendwie gar nicht so große Lust zu wechseln, weil ich den Typen, die Wache da, irgendwie so toll finde. So, löschen wir den erstmal aus. Ja, nochmal, hier alle. Ach so, ja gut. Ich dachte, du kannst auch jemand anderen schützen, aber du bist anscheinend ein Egoist, du machst es nicht. Aber wir können ja ausweichen, oder? Weil wir halt gut sind. Wir brauchen deine Hilfe auch gar nicht, ne? Ah, jetzt können wir natürlich mal das hier ausprobieren, dieses Verspotten. Na, 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 na. Ah, wie lustig. Was? Aber sie hat ja trotzdem Schaden bekommen jetzt. Das finde ich jetzt aber nicht lustig. Ich dachte, der zieht allen Schaden auf sich. Das finde ich nicht cool. Na gut. Fies. Reicht das? So wie Licht und so? Nö, reicht nicht mal. Aber das vielleicht? Ja? Ja? Ja! Kritischer Treffer! Super! Ah, Leute, also ich finde es echt schön, dass wenigstens ein paar von euch verstehen, warum ich das Spiel so feiere. Weil es ist echt schön. Ich finde es echt der Hammer. Weil es halt, es ist so schön gezeichnet und alles. So liebevoll. Oh, euer Licht, was, euer heiliges Licht half mir in der Not. Hört auf damit, sonst werde ich ganz rot. Das ist einfach so niedlich. Oh, ich will den nach Hause nehmen. Ah, okay. Wow, was ist hier unten? Hey, ist er... Ach so, hier, der Mond. Da steht Mond, ne? Gut. Oh, Leute. Da sind alle! Wer öffnet Erins Pfad und befreit uns aus dem dunklen Nachts? Was? Seht, es war eine Prinzessin des Lichts. Oh, der ist ja mega putzig. Seht ihr die Öhrchen? Das ist der Hauptmann. Die Kadegida dankt euch, Prinzessin. Aurora. Aurora. Jetzt beschützen wir wieder den Himmel und die Gipfel der Lemuria. Bruder. Ah, das ist der Bruder? Okay, deshalb will er ein Held sein, ne? Oh. Ach so, ja, der hat sich ja unterworfen. Was will der Verräter? Es zu fassen?
hättest uns lieber ehrenhaft sterben lassen. Der Königin der Nacht hast du gedient, schändlich. Was, gut, Schulein, bitte, so beruhige dich. Brüder werden wir nie mehr sein, nie. Ach, come on. Du bist in Ungnade gefallen, verbannt. Los, flieh. Och, nö. Oh, nein. Das ist ja mega gemein. Nur weil er sie nicht hat sterben lassen wollen. Bin ich nicht so nett. Aber naja, was soll's. Euer Majestät, unsere Pflicht erfüllen wir treu bis in den Tod. Frei sind wir aus erster Königin Gewalt. Wir waren Lemurias irgendwas. Kriegsruf nun wieder erschallt. Yay! Wir saßen in der Falle. Ja, das wissen wir. Hab Dank. Ihr fandet den Pfad und befreitet uns alle. Ja, aber mit Hilfe eures Bruders, Mensch. Also tu nicht so dumm. Du. Versteh das echt nicht. Hä? Was will das mir sagen? Oh, Leute. Ah, was will... Da komme ich irgendwann neu. Muss ich jetzt alles wieder zurück? Ja, anscheinend. Ja, gut. Lebt wohl. Meine Schritte mich fort von hier leiten. Die Kategida danken euch für ihre Befreiung. Unsere Gedanken werden euch immer begleiten. Ja, das bringt mir nicht viel. Pff. Oh, ausgestoßen sein ist schlimmer als der Tod. Ich beflecke euren Namen, Prinzessin Aurora. Tapfer schützet ihr euren Clan. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ein großer Krieger von Lemuria. Oh, schon wieder die Flöte. Ist das nicht schön? Oh. Ja, stimmt, der kann sich an die Musik erinnern, ne? Deshalb hat er uns ja auch befreit. Das ist auch die Titelmusik von dem ganzen Lied. Es kommt immer ganz am Anfang. Diese Melodie, so mächtig wie 1000 Speere. Kommt mit uns und rettet deine Ehre. Verlassen wir nun diesen Turm im Bunde. Oh. Der Mond kehrt zurück noch in dieser Stunde. Ha, cool. Was? Was soll das? Ich will das nicht. Können wir jetzt hier raus? Ja. Ha. Cordelia, Schwesterherz, der Mond, gibst du ihn mir? Ja, als ob, guck sie euch an. Guck mal, wie böse die ausschaut. Aurora, du siehst elend aus. Das Leben am Hof ist für dich zu fein. Eine Herrscherin wirst du niemals sein. Dein Auftritt ist zu gewöhnlich, zu gemein. Du bist voll fies. Meine Liebe zu dir war stets gut und rein. Ah, nie mochte ich deine Art zu lächeln. Du kannst wahrscheinlich nicht mal lächeln. Oder die Art, wie du an ein Essen kaust. Was? Die Art, wie du durch die Seele läufst. Vor deinem Wesen hat's mich gekraust. Du warst eine Schande mit deinem Satz. Und ich, Crepusculum, ach, das ist die, oh. Ach so. Ha. Zeige dir jetzt deinen Platz. Das ist nicht nett. Ah, Leute, im nächsten Part.